Domati und somit auch herzlich willkommen. Ja. So, die kleine Maus, wo feiern wir heute Geburtstag? Nachdem die Mama von der Arbeit kommt, werden wir da Geburtstag feiern. Und dann werden wir mal mit Viola in den Urlaub fahren. Habe ich mir so gedacht. Wäre doch mal was Nettes. Ein paar Katakomben erforschen. Warum schleppst du die jetzt mit dir runter, Phantasius? Holzkopf, echt. Nee, brauchst dich jetzt auch nicht in den Spiegel betrachten, wie wundertoll du bist. Hochnehmen. Trottel. Und dann Celine hier absetzen. Genau. So, dann kann sie nämlich jetzt hier spielen. Genau, und du kannst mal hier... Ah, nee, geht gar nicht. Kann er gar nicht machen, oder? Hallo? Ah. Wollte schon sagen. Kann sich jetzt nicht einfach verpieseln hier und die kleine Maus alleine lassen. Das geht so ja nicht. So. Während er ein Experiment annimmt... Partner unterhalten. Und was machst du? Aha. Er denkt an Liebe, während er babysittet. Mhm. Ah, okay. Achso, der spielt jetzt mit. Auch nicht schlecht. Und boah, ey, dieses Wetter hier ist ja furchtbar. Heute haben wir ja extremes Glück. Total schönes Wetter draußen. Finde ich. Kommt hier vielleicht doch mal jetzt der Sommer hier durch. Das wäre ja der Hammer. So. Ja, feiern wir heute Geburtstag. Und dann kommt wieder... Das hatte ich schon bei, bis jetzt bei allen Pflanzen-Sims. Hat nicht genug in der Erziehung gelernt und so. Daher darf man sich das nicht aussuchen. Finde ich total behindert. Weil die haben Sprechen gelernt, die haben Laufen gelernt. Dann haben die teilweise Steckbox und Xylophon perfektioniert. Also halt im Kindesalter. Und dann sagt es, ah, du hast in der Erziehung versagt. Ja, nee, ist klar. Also zurück zum wissenschaftlichen Experiment. Die Ameisen haben genau... Da ein Loch gegraben, wo du es wolltest. Die Wissenschaftler versuchen immer noch herauszufinden, wie du das geschafft hast, obwohl du selbst keinen blassen Schimmer hast. Aber egal, Hauptsache das Geld stimmt. Oh, und Charisma-Fähigkeit. Prima. So. Hat er noch ein bisschen Taschengeld verdient für Viola, wenn sie dann gleich in den Urlaub fährt. So. Du musst auch gleich arbeiten, ne? Ja. 4 Stunden trainieren. Mhm. Extremes Krafttraining. Manche Sims trainieren bloß, um ein paar überflüssige Funde loszuwerden und am Strand eine einigermaßen gute Figur zu machen. Für andere sind Fitness und Gesundheit das Wichtigste überhaupt. Es wird Zeit, in eine gute Sportausrüstung zu investieren. Phantasius ist jetzt als auch die Option, schweißfrei zu trainieren. Die Grundlagen und Level 2 der Athletenfähigkeit. Sehr gut. Da, da, da. Oh, in der Stunde muss er zur Arbeit. Ja gut, dann schaffst du das halt nicht. Aber sie kommt jetzt nach Hause, ne? So, warten wir eben, bis die Mama da ist. Da ist sie. Dann kannst du jetzt zur Arbeit fahren.
So, nein, du liest jetzt kein Buch. Du nimmst jetzt die kleine Maus hier. Celine hochnehmen. Nein, machen wir jetzt nicht. So. Ja, das soll mal einer verstehen, was sie da jetzt erzählt hat. So, dann feiern wir jetzt Geburtstag, Geburtstag. Celine, Kerzen auspusten. Geburtstag, alle sind herzlich eingeladen. Ja. So. Und weh, wir rennen, ihr rennt jetzt wieder einmal hier außen rum zum. Nein, diesmal nicht. Okay, Gott sei Dank. Ihr könnt jetzt mal schön hier bleiben und zugucken, wie die kleine Maus. Hier, aufgrund ihrer eher schlechten Erziehung und Entwicklung darfst du dir kein Merkmal für Celine aussuchen. Celine hat folgendes Merkmal entwickelt, tapfer. Aber das ist total, das gerade, sie hat, oh, finde ich total, das ist ja völliger Quatsch, ey. Aha. So schaut die kleine Maus jetzt aus. In deinem Haushalt wohnt ein Kind. Kinder müssen erzogen werden und gute Noten können den Weg für eine glückliche und erfolgreiche Zukunft ebnen. Möchtest du mehr? Nein, möchte ich nicht. Ein Stück nehmen. Na ja, dann ess du mal. So. So, sobald die kleine Maus dann hier fertig ist, machen wir erstmal hier Outfit planen. Genau, erst abräumen, sehr ordentlich. Das musst du in die Luft gucken. Und dann Reste weglegen. So. Dann schauen wir doch mal. Umgefallen. Da ist er umgefallen. Oh, cool. Ah ne, es ist am Outfit, glaube ich. Sie hat kein besonderes Muster. Schade. Hast du keine Schuhe? Du kannst doch nicht die ganze Zeit barfuß laufen. Dann kriegst du halt so ein paar Treter. Ja, wunderschön. Nicht. Sieht schon scheiße aus. Ja, so, aber mit ein paar vernünftigen Schuhen dabei. Ja, prima. Schlafanzug. Ja, wunderschön. Ja, super süß, die nehmen wir. Sport? Na, das passt besser. Aber Schuhe. Schuhe brauchst du auch, um Sport zu machen.
rote Schuhe und Schwimmsachen. Ja, einen wunderschönen Schwimmanzug. Ah, lieber den. Ach, Outdoor. Den finde ich gut. Fertig. Okay, halten wir fest, sie sieht im Prinzip genauso aus wie ihre Mama. So. Dann müssen wir jetzt erstmal hier ein wenig das Kinderzimmer umrichten. Das kommt weg. Dafür kommt jetzt erstmal ein schönes Bett. Tintintelle. Hochheitsschlaf. Es gibt aber mehr Energie. Aber das finde ich eigentlich ganz süß so. Das braucht sie nicht mehr. Das braucht sie auch nicht mehr. So ein Blümchen kriegt sie hier rein. Kinder. Spielzeug. Dann wollte sie eine Spielkiste haben. Kriegt sie auch. Nee. Maltisch hat sie noch. Ja. Ich glaube, Puppenhaus noch. So. Und dann schlafen. Der hat ja eine super Laune hier. Holla Krawolla. Wo bist du denn? So, wie machen wir den Spaß denn? Smartphone. Hier, ne? Wo ging das denn nochmal? Reisen. Und zwar, wo gehen wir hin? Shang Simla, China, Al-Simhara, Ägypten oder Kams Le Sims, Frankreich. Ich finde China gut. 3 Tage? Nee. Ach so. Ach so, ich verstehe. Sie darf erst nur 3 Tage, ja, dann machen wir auch nur 3 Tage. So. Dann müssen wir aber jetzt erstmal ihr ins Inventar ein Zelt packen. Wo ist denn das? Ein Zelt. Wo finde ich das denn? Ja. Haha. Ich habe gar keinen Plan, wo ich das finde. Das ist natürlich gut. Wo finde ich denn ein Zelt? Nee, bei Lampen nicht. Ja. Keine Ahnung. Jetzt. Vielleicht finde ich es hier. Ich habe keine Ahnung.
keinen Plan, wo ich so ein scheiß Zelt finde. Gucken wir mal hier. Nein. Ob ich das hier finde. Tral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 a. Nee, es ist auch nicht bei. Ja, nice. Wo finde ich denn so ein scheiß Zelt? Verschiedenes? Ist das hier vielleicht bei? Ich habe echt keinen Plan. So ein Kack, bin ich wieder top vorbereitet. Ja. Keine Ahnung. Egal, dann halt ohne Zelt in Urlaub, ne? So ist ja. Geldbaum zischen. Achso. Wie lange musst du noch arbeiten? Ah, ist ja auch egal, weil wir jetzt ab in den Urlaub gehen. Juhu! Und während hier das lädt, mache ich hier einen kurzen Cut. Bis gleich. Da sind wir wieder. Jetzt schauen wir uns mal an, was hier abgeht. Sehr schön. Ich finde die Musik total schön hier. So, und da ist da sind wir angekommen. Und was machen wir jetzt? Wirf einen Blick auf die Abenteuertafel. Die Akademie besuchen. Okay. Spring mit den Wangen über das antike Relikt. Wie auch immer das geht, machen wir. Tu es. So. Dum, 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 dum. Jetzt laufen wir mal dahin. Und jetzt kommst du nicht... Ach so. Ja, nice. Limousine hast du immer dabei. Wie hast du die denn über... Na gut. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Da ist er. Uska, Sabine. Opa Nunan. Freundlich kennenlernen. Viola Hansen hat China besucht und wird sich daran als exotischen Ort voller Fahrräder, Kampfkünstler und köstlichen Dimsum erinnern. So, ist das der? Xing Hong ist das. Aber du sollst mit dem anderen Knecht reden. Dem sollst du reden. Den anderen Knecht sollst du doch kontaktieren. Aha. Beschaffe das antike Relikt für Deng Wang, um Simoleons und antike Münzen zu halten. Okay. Die Halle der verlorenen Armee betreten. Okay. Schon 10 Visumpunkte. Xing ist charismatisch. Okay. Im Internet surfen. Wie wäre es? Soziale Netzwerke. Blog-App. Hallo. Heute noch. Schicke Häuser hier. Muss man schon sagen.
So. Wo ist denn diese Bucht da, wo wir hin müssen? Dann ab dahin. Ah, Besonderheitenhandel, okay. Pardon. Mein Gott, jetzt aber gut. So. Violans hat Chinas verbotene Stadt besucht. Eine fotowürdige Erinnerung für das Notizbuch. Okay. Braustellen. In Grüften befinden sich versteckte Durchgänge, Gefahren und unsagbare wertvolle Schätze. Wollen wir erstmal später mehr zu erfahren? Treppe nehmen. Da haben wir einen Gang nach unten. Nach ganz unten. Oho. So, da sind wir. Lesen. An die Wand ist eine Nachricht geschmiert. Jeder gute Forscher sollte immer ein Zelt und getrocknete Lebensmittel griffbereit haben. Der Eingang hat sich hinter mir geschlossen, doch zum Glück bin ich vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass ich schon bald einen Ausgang finden werde. Schlüssel einlegen, hast du den dabei? Wo hast du den denn her? So, und wenn wir jetzt durch diese Tür gehen, scheinbar ist es schon seit Ewigkeiten niemand mehr in dieser Gruft gewesen. Das Relikt muss hier irgendwo sein. So. Und meine Lieben, wie das Ganze hier jetzt weitergeht. Viola hat 33 antike Münzen gefunden. Aha. So, wie das jetzt weitergeht. Wie wir hier jetzt weiter erforschen. Das sehen wir dann morgen, wenn es dann weitergeht und wir mit Viola die Katakomben in China erforschen. Also sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.